R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde von Fortnite. Mit dabei seid ihr lieber ungespielt. Hallo. Ich bin heute das erste Mal. Alter, wir spielen das erste Mal gerade zusammen, Leute. Und es wird ja, auf jeden Fall eine geile Zeit. Krank. Es wird auf jeden Fall eine geile Zeit jetzt. Simon, bist du bereit, komplett mit mir gemeinsam das größte und geilste Spiel der Welt zu spielen? World of Warcraft. Richtig, WoW. Wir spielen nämlich jetzt WoW Roleplay in Fortnite, Leute. Wird auf jeden Fall interessant. Nice. Wir haben auch schon Rollen. Simon, ich möchte ein Esel sein. Und okay, du kannst cool. Hier auch eine Rolle aussuchen, wenn du möchtest. Autoreifen gibt's noch. Und, Und das war's. Also, cool. Ja, cool. Okay, nice, Leute. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an gemeinsam. Simon, wann hast du das letzte Mal Fortnite in deinem Leben gespielt? Vor einer Woche. Ich war jetzt eine Woche krank, hab nur Bett gelegen, hab 4 Spiele durchgespielt und so. Okay, reicht mir auch als Storytelling. Ja, okay, es ist egal. Wir gehen nach Retail Row. Wir gehen nach Retail Row. Och, Junge. Wieso machst du denn die Calls? Das geht doch voll nichts, Alter. Es geht nach hinten los. Du bist jetzt mit einem Psychopathen im Team, Revi. Das musst du dir überlegen. Ach so. Ich dachte, du wärst ganz normal. Aber jetzt, klar, jetzt fällt's mir wieder ein. Du bist der geisteskrank. Wir gehen nach rechts, das Haus rechts von der Tomato Town, das Haus. Ja, du weißt schon, dass da der Tomato Town König wohnt, ne? Tomato Town ist übrigens komplett leer. Also ich gehe da mal in Tomato Town looten, ne? Wenn du alleine looten gehst, weißt du, was passiert. Du wirst down gehen. Okay, da ist einer runtergekommen, ich komme zurück. Besser ist es. Hab ne blaue AR? Oh, ne blaue AR? Ja. Alter, hier ist noch eine Burst drin, eine graue. Okay, dann lass los mit dem blauen AR. Los. Okay, lass los. Ich habe keinerlei Materialien. Der ist auf dem Tomatenturm gelandet, Simon. Okay, dann lass mal hier hochbauen. Keine Ahnung, wo der jetzt hängt. Der ist an der Tankstelle. Ja. Bam, Junge, da geht er down, hab ich ihn getötet. Ja klar, easy win für mich, ne, gar kein Problem. War der alleine hier? Ja. Ich hab das auch eben gesehen, der hat doch seine Eltern verloren. Das ist eine ziemlich traurige Geschichte mit ihm gewesen. Oh, jetzt tut mir auch schlechtes Gewissen. Nicht, dass sowas passiert. Der hatte nicht mal eine Waffe, oder? Doch, er hatte seine Fäuste, die waren tödliche Mordwaffen. Alter, geil, Alter. Das ist eine mordreife Waffe gewesen, was er hatte, oder? Ja. Master Scorpion, wirst du Bescheid, auf jeden Fall. Gut, mal lass mal vorne in den Tunnel gehen, Brudi. Die ist ja schließlich mit der mordreife Waffe, erzähl mal. Ja, weil Master Scorpion hat gesagt... In einem Diss-Track. Hat er gesagt, ich habe eine mordreife Waffe. Und ich denke mir die ganze Zeit, Bruder, was ist eine mordreife Waffe? Jede Waffe ist mordreif, weil du mit einer Waffe jemanden umbringen kannst. Fertig. Naja, also es gibt auch zum Beispiel sogenannte Nerfguns. Das sind Waffen, die sind nicht mordreif. Ja, aber mordreif ist kein Wort. Das ist ein kompletter Schwachsinns-Neologismus, den er da erschaffen hat, Simon. Hä, ist doch gut. Zweckreim. Alles muss versteckt sein. Zweckreim, alles muss gestreckt sein. Hier liegt noch eine AR für dich, wenn du möchtest. Ich habe eine grüne, alles gut. Ja, dann ist mir egal, dann nimmst du halt nicht, ne? Okay, hier liegt noch ein Schlürftrank rum, als ob hier nicht gelootet worden wäre, aber ich vertraue dem Hasen nicht. Hast du gerade nachgeladen? Ja, also hinter dir, ich habe meine Waffe halt in die Hand genommen. Aber hier ist. Moment, hier ist auf jeden Fall Türen offen, hier sind Türen offen und sowas, Bruder. Ja, hier war jemand. Hier sind doch Leute. Unten in den Containern sind die, unten bei den Containern sind die irgendwo drin, ne? Die bauen die Container ab. Okay, dann bleib locker. Bleib erstmal locker. Okay, dann bleib locker. Bruder, bester Coach einfach, ich liebe dein Coaching. Von hinten? Simon? Ja. Ich sehe. Oh, du sollst nicht so früh schießen, Boy. Ich habe nicht genug Munition. Ich habe ihn auf jeden Fall zweimal gut gehittet. Ich push den jetzt. Kommst du mit? Bin direkt hinter dir. Wir können jetzt von rechts hier gleich irgendwo hochkommen. Hab ihm einen schönen Headshot gegeben. Sein Schild ist auf jeden Fall down. Komm, jetzt hier, jetzt. Okay, der ist down. Sein Kollege wird jetzt kommen. Vorsicht. Ich richte ihn hin. Ah, mashallah. Da hinten ist ein Kollege. Ja, das war gerade, er wird mich holen. Hab ihn. Nice. Sehr gut, sehr schön. Ich hab leider gar keine Lust zu bauen. Ich hab einfach gar keinen Spaß. Ich weiß auch nicht, was los ist, Simon. Keine Ahnung. Echt seltsam. Ich brauche ein paar AR-Schüsse. Hast du welche für mich? Ich habe noch 10 Stücke bei der Waffe. Ja, dann gib mir die doch. Nein, die brauche ich selbst. Ach so, okay. Okay, wir gehen runter zur Retail Row. Simon, du bist hier der Coach, du musst hier die Ansagen, Alter. Ich vertraue da vollkommen auf dich, weißt du? Okay. Du bist einer dieser Menschen, wo man einfach nur sagen kann, deshalb, also auf jeden Fall starke Eigenschaft von dir. Ey, vor uns wird gebaut, 150? Nee, da wurde nicht gebaut. Doch, das vor uns. Ja, das hat jemand. Da war schon gebaut. Ich glaube, aber es wurde gebaut. Das ist ja nicht falsch, die Aussage. Soll ich das nächste Mal andere Vergangenheitsformen nutzen? Es war gebaut worden, Simon, damit du sicher gehst. Bitte, das nächste Mal auch Plusquamperfekt. Plusquamperfekt. So lustige Wörter, die man irgendwann in seinem Leben hat. Dativ, Nominativ, Akkusativ, Objekt. Ja, Bruder, ich weiß. Da ist jemand bei uns. Der Typ, ich renne mit hinterher. Aber nicht schießen. Warte erst. Als ob wir die schießen, Junge. Nein, wir verfolgen ihn langsam. Hab ihn. Sein Mate ist hier unten? Ja,
Sein Teamkollege ist hier noch irgendwo. Auch tot. Stark, hast du ihn? Natürlich, Junge. Oh, bin doch der stark, Babo. Ibims, der Babo. Wenn du jetzt hier lootest, Alter, dann raste ich aus, ne? Junge, ich bin einfach 8 Stunden hierher gelaufen, bevor der irgendwas gerammt hat. Ja, und ich habe ihn sogar noch einmal abgeschossen. Und du hast ihn einfach abgeschossen, dann hast du mich verraten. Jetzt hat jemand Powerfuls geschossen, oder was du hast? Nee, nee. Okay, dann ist jemand irgendwo in unserer Nähe und hat Powerfuls geschossen. Bleib nicht stehen, bleib nicht stehen. Es snappt uns jemand. Komm mit mir. Ich weiß jetzt wird's intens, Alter. Jetzt wird's intens. Ja, ja. Ich seh ihn. S auf offenem Feld. S auf offenem Feld im Wald. Jetzt direkt vor uns. Okay, Randa. Randa! Lass mir Randa, denn sie will ja! Okay, er versucht weiter, er versucht es immer weiter zu bauen. Er hat nochmal Hit von mir bekommen. Er ist direkt vor mir. Sei vorsichtig. Vorsicht, Revi, nicht auf dem Feld. Okay, ich hab ihn. Sein Kollege ist irgendwo hier in der Nähe. Ich brauch unbedingt einen Heiltrank, wenn er einen hat. Ja, hier liegt nur Heilverband. Zeugs. Heilverband ist auch gut. Bleib nicht auf dem Feld stehen. Du musst erst mal zubauen, Alter. Ja, bau mich doch zu. Oh! Ich wurde getroffen von der Sniper. Lauf weg. Hinter uns war die. Ich habe auch den Sniper, warte. Alles gut, Brody. Hast du ihn? Nee. Soll ich mal pieken mit der Sniper? Komm vor. Oh mein Gott, er hat gerade in dem Moment gebaut. Das ist locker sein Kollege. Okay. Sobald er piekt, der kriegt einen Headshot. Lol, er wurde von dem Arsch geholt. Oh mein Gott, wir müssen nach vorne, wir müssen den Zone, den Zone, geholt. Zone. Ja, lauf. Wir gehen mit der Zone an die Stelle rein, wo der andere getötet wurde. Los, Randa, er wird es nicht wahrnehmen. Achso, ich hab die gar nicht gesehen, wo ist der? Ja, er ist da. Sehr gut. Alle tot. Alter, ich hab doch gesagt, der andere hat ihn doch geholt. Ja, ich hab mich gerafft von wo. Haben wir schön gemacht, Revi. Wie viele Kills hast du? 4. Nice, ich hab auch 4. Wie viel hast du? Oh, geil, ja, Alter. Auf geht's, Bruder. Ey, du hättest mal einen Sniper-Schuss sehen sollen. Er hat gerade die Mauer gesetzt, also ich hätte ihn sonst direkt geheadshottet, Alter. Da oben, siehst du das Haus da hinten, ja, wo ja gebaut wird, ja, ja, Richtung Norden? Oder ja, ich hab's gesehen. Okay, wir gehen da jetzt ran. Ja, scheiß auf, die holen wir uns beide. Ja, wir sind aber auf offenem Feld, ne? Ja, wir rennen jetzt auf diesen Berg zu. Komm mit mir. Nicht schießen, auf keinen Fall. Wir gehen erstmal an den Berg ran. Ja, die haben es schon gesehen. Ja, die haben es gesehen. Ah ne, die haben uns nicht gesehen. Die haben auf den Loot Drop geschossen. Die haben den Loot Drop getaggt. Wirklich? Ja. Bleib erstmal kurz hier. Der hat gerade, einer von denen hat gerade, ey, hör mal zu. Einer von denen hat gerade einen Pfeil nach hinten geschossen. Nein, nicht abbauen. Mann, verrat uns jetzt nicht. Warte kurz. Okay, die schießen da hinten Pfeile. Warte kurz. Okay, die schießen jetzt. Jetzt gehen wir ran. Komm mit. Hinten um den Berg rum. Die werden oben angegriffen. Da sind noch andere Spieler oben. Komm mit mir. Ja, bau hoch. Nein, noch nicht. Die sind noch schon oben am Looten, Alter. Glaub mir. Die werden noch gesniped gerade, ne? Jetzt gehen wir hoch. Wir haben Granatenwerfer und sowas. Ich schwör, so Selbstmord, Alter, sich da einzumischen. Komm rein hier. Aber der Typ ist hier unten, Simon. Scheiße, komm rein jetzt. Oh mein Gott. Okay, scheiße. Bleib hier hinter. Hab einen tot. Komm rein hier. Bau nicht zu mir rein. Wie geht's dir vom Heilung her? Boah, du hast nichts zu heilen? Ich hab noch Dinge. Da liegt ziemlich viel Loot. Ich hab den gerade gekillt. Ja, die goldene Skada liegen, siehst du das? Ja. Willst du die holen? Soll ich versuchen? Ja, dann lass ich dir die. Auf geht's. Komm, wir gehen wieder rein. Ich hab noch eine lila Ska. So, und wir gehen wieder rein, ja. Los. Ich hab aber noch die Long Range Sniper. Also, da kommen noch mal 2 Loot Drops runter, Brudi. Einer von denen war rechts von uns auf jeden Fall. Bei dem einen Loot Drop gerade. Da müsste der irgendwo sein. Da, wo der hier Richtung W müsste der hängen. So, jetzt haben wir beide eine Ska. Ist das schon mal gut? 3 Spieler noch am Leben, Alter. Nee, ja. 2 nur noch. 2 Spieler. Wir beide und 2 andere, ja. Okay. Okay, komm mit mir. Also, du kannst eigentlich so dich reinstellen. Das ist eigentlich ganz nice. Guck dich um. Ich bin die ganze Zeit am Gucken, alles gut. Einzige, wo ich halt sehen würde, ist vielleicht hier gegenüber von uns, Richtung N, aber da ist halt keiner drin. Ich glaube, es sind 2 einzelne Spieler sogar, Simon. Das könnte sein, ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Also wie gesagt, einer links von uns eben, dem wollte ich hinterhergehen, hast du geschrien, nein! Ja, habe ich es nicht gemacht. Erstmal Safety First. Erstmal Safety First, immer Safer Sex, du weißt Bescheid, Alter. Oh, ich sehe gerade, da ist noch eine goldene Ska, ich hole mir die. Und hier ist noch ein Schildtrank, die hole ich mir auch und ich komme wieder hoch. Okay, wir müssen runterpushen gleich wegen der Zone. Ich glaube, die campen vielleicht unten am Berg hier einfach, weißt du, da bei unserer Hütte, wo wir waren, vielleicht da? Nee, das glaube ich nicht. Und dann halt rechts davon. Jetzt direkt unter uns an der Schneise am Berg. Hast du ein Medipack? Ja. Wie viele? 1 oder 2? 1, hier, nimm. Ja, dann soll ich wasten oder nicht? Ja, nimm. Macht jetzt schon Sinn, oder? Der finale Kampf. Okay, Bruder. Jetzt wird's spannend, Alter. Warte erst noch. Okay, wir rennen jetzt zum Loot-Drop da vorne. Looten aber nicht, wir rennen einfach dran vorbei. Ich schwöre, komm, die hängen an diesem Berg. Die hängen jetzt hier unter uns an diesem Berg, Simon. Ich schwöre es dir. Okay, sind doch okay. Nicht hier. Hier ist clear. Einbauen. Komm mal hoch. Und jetzt bleib da, wo du bist. Ja, und jetzt Treppe. Aha. Ich bin da, ich sehe sie. Ich sehe sie nicht. Nee. War die Zone. Locker in irgendeinem Busch dann, oder? Wir gehen nochmal. Ja, da hat jemand geschossen. Okay, ich sehe sie. Da vorne. Süden ist einer. Das sind beide. Okay. Bei dieser Treppe, ne? Ja. Und da vorne ist noch einer. Genau, werf mal Granaten alle hin. Genau, werf mal genau da Granaten. Achso, das sind Gravity-Granaten. Oh mein Gott, ich hab so einen Headshot bekommen. Scheiße. Hier sind Schildtränke. Danke, Bruder. Bleib locker. Ich bleib sowas von locker, Alter. Sind das 2 Leute? Ja. Moment kurz.
Komm mal hoch zu mir, bitte, komm mal hoch. Warte. Schnell, bitte. Okay. Wir bleiben ja kein Raketenwerfer oder so ein Shit und wir sollten unsere Munition jetzt nicht wasten. Also bleib erstmal unten, bleib erstmal unten. Nur wenn du sie siehst, schießen, nicht gegen die Wand schießen, das bringt gerade nichts. Okay, wir müssen gleich die Position wechseln. Fuck. Der eine piekt immer an der linken Seite, ich könnte mir das Sniper gleich holen. Fuck, Grevi. Ja. Und es läuft die Zeit davon, in 30 Sekunden müssen wir moven. Wir müssen gleich in 30 Sekunden moven. Halt du ihn mal auf, da. Ich baue eine Schutzwand zur Seite, damit wir besser moven können. Okay, kannst du rüberkommen zu mir? Wo bist du? Guck mal hier, wo ich bin. Komm, Pick. Lauf. Hab ihn gehittet, oh mein Gott, er hat mich gehittet, was? Scheiße, Revi. Bau mich ein. Die pushen. Ich bin direkt hinter dir, ne? Hol ihn. Nice, sehr gut. Bleib stehen. Er kommt. Komm, Simon, nein! Nein, er hat nicht mehr viel. Oh mein Gott, Alter. Oh, ätzend. Ah, wie viele Kills hattest du? 4. Ah, Alter. Dann runden wir auf 900 Kills auf, Leute. Gute Runde mit dem Herrn Unge. Schade, Alter. Aber oh, naja. Am Ende hab ich da verkackt, ey. War ein gutes Game. Lasst einen Daumen nach oben. Da schaut mal lieben Unge vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.